Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing in diesem Jahr. Der gute Bond, der Benjamin, der hat mir was geschickt und zwar wieder ein schönes, großes Päckchen hier. Ich bin sehr gespannt. Es hört sich teilweise auch leicht flüssig an, also ich vermute mal, dass da wieder ein Energy Drink drin schlummert. Er hat ja letztes Mal im Stream, glaube ich, was erwähnt und ich könnte mir vorstellen, dass der eventuell da drin ist. Ich bin sehr gespannt. Vorweg nochmal, bevor ich mich jetzt diesem Päckchen widme, kurz nochmal eine Nachricht an Scarfon. Tut mir leid, ich bin echt noch nicht dazu gekommen, Days Gone auszuprobieren. Hat einen Grund, weil mein letzter Jurassic World Stream, der hat mich so beflügelt, dass ich in einen kleinen Suchtfaktor geraten bin. Na, und seitdem spiele ich jetzt Jurassic World Evolution ununterbrochen, ab und zu mit ein paar Essenspausen. So, also die gefühlten Tage sind so vorbeigezogen. Und keine Sorge, ich habe nicht unseren Spielfortschritt weitergemacht. Ich habe einen komplett neu angefangen, bin jetzt schon ungefähr wieder an der Stelle, wo wir auch in meinem Let's Play Stand sind, sag ich mal. Und deswegen habe ich jetzt gleich wieder ein bisschen Erfahrung gesammelt, bin da besser drin. In dem nächsten Jurassic World Stream kriegen wir es dann vielleicht ganz gut hin. Vielleicht kriege ich es ja sogar privat schon durch, das Spiel. Und dann kann ich euch das alles ein bisschen besser zeigen, bin ich besser vorbereitet. Trotzdem nochmal an Scarfon, ich will das Spiel auf jeden Fall ausprobieren. Der Days Gone werde ich mir angucken, aber ich habe es leider echt noch nicht geschafft. Tut mir leid, ist meinem Suchtfaktor geschuldet. Ich nehme es gerne auf mich, es tut mir wirklich leid. So, jetzt aber genug. Jetzt wollen wir uns das Päckchen vom lieben Bond angucken. Ich habe schon wieder meine Allzweckschere hier und dann wollen wir mal gucken, was da so Schönes drin ist. Ich habe eigentlich keine Ahnung, außer dass es halt ein bisschen flüssig klingt und dass es wahrscheinlich eine Dose sein wird. Und über den Rest weiß ich nichts. Da das Paket aber jetzt schon ein bisschen größer ist, bin ich jetzt echt neugierig, was da wohl alles bei ist. Er hat schon gesagt, ich werde vielleicht überrascht sein. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich sehe schon, wie das süß ist. So, was steht dafür? Okay, ich lese jetzt mit dem Zettel. Für Alex, da vorgelesen werden. Das ist immer ein guter Hinweis. Moin Alex, wie versprochen, eine Kleinigkeit für dich. Viel Spaß, wünscht Benjamin alias Bond. Ja, okay, vielen Dank. So, aha, da ist er also. Genau, von dem hat er nämlich gesprochen, den werde ich mir gleich in den Kühlschrank stellen. Das ist ein Monster Energy Drink und zwar Ultra Red. Ich habe noch keine, es kann sogar sein, dass ich den mal getrunken habe. Ich glaube, du hast auch gesagt, dass der fruchtig schmeckt. Vielleicht habe ich ihn sogar schon mal gehabt, ich bin mir echt nicht sicher. Auf jeden Fall vielen Dank, ich werde ihn kühlen und vielleicht sogar heute Abend trinken. Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt. So, was haben wir denn da? Erst einmal was Süßes. Ui. Haribo, und zwar saure Goldbeeren. Da hat er gut hingehört, weil saure Goldbeeren mag ich tatsächlich. Und wenn ihr mir jetzt alle kiloweise saure Goldbeeren schickt, dann drehe ich euch den Hals um. Nein, es ist sehr, sehr nett, aber ich weiß, wie das damals war. Als ich einmal erwähnt habe, dass ich diese Fledermaus-Haribo-Dinger toll finde, habe ich nur noch Fledermaus gekriegt und die kann keiner mehr sehen. Aber Dankeschön. Also Abwechslung ist schön. Da könntet ihr euch vielleicht ein bisschen dran halten. Ja, aber schon. Oh, das ist ja noch ein Monster. Was mache ich jetzt zuerst hier? Das sind viele Sachen. Ich mache erstmal das hier. Hier ist nämlich ein Spiel drin. Ein PlayStation 3 Spiel. Der Titel sagt mir tatsächlich was, aber ich habe es noch nie gespielt. Deswegen auch da, ich werde bestimmt mal reingucken. Aber aktuell, wie gesagt, habe ich noch andere Sachen. Bulletstorm Limited Edition. Das ist natürlich immer schön sowas. Und wenn ich mir das hinten so angucke, sieht es schon ein bisschen nach Geballer aus. Also ich weiß nicht, ob es direkt ein Ego-Shooter ist, aber auf jeden Fall ballert man sehr viel rum. Kill with Steel, Skill, nicht Steel. Das wäre auch schön. Vielleicht, ja. Vielleicht kennen ja auch einige von euch das Spiel und können mir schon was dazu sagen. Auf jeden Fall ist es ab 18, es ist Geballer, das kann nicht verkehrt sein. Vielen, vielen Dank, sehr schön. Und jetzt ist hier nämlich noch ein weiteres Monster enthalten. So, oha, auch eine schöne Farbe. Ultra Violet, wir haben jetzt Ultra Violet und Ultra Red. Das hier kenne ich mit ziemlicher Sicherheit noch nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht werde ich auch das heute Abend erstmal probieren. Sieht übrigens schön aus, so nebeneinander. So lila und rot. Hm, hat was. So, jetzt ist aber noch mehr hier drin versteckt, sehe ich gerade. Was ist denn das? Oh, lecker. Ich bin ja ein großer Nussschokolade-Fan. Und jetzt habe ich hier eine Mandelschokolade bekommen. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Die werde ich mir bestimmt mal zu Gemüte führen. Ich habe noch so viel Osterschokolade hier rumstehen. Die muss erstmal warten. Aber die Osterhasen müssen zuerst weg. So, und Oh, jetzt habe ich was runtergeschmissen. Von diesem schönen Kügelchen hier. Da hat er mir schon gesagt, die schickt er mir zurück. Finde ich gut. Ja, sehr gut. Da, das ist nämlich die richtige hier. Ganze Haselnüsse. Das Bild spackt gerade rum. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade sehen könnt. Ah, okay, die Kamera hat sich wieder. Ich weiß nicht, wie es gerade aussah. Jedenfalls, ganze Haselnüsse habe ich auch noch als Schokolade bekommen. Sehr, sehr lecker. Da freue ich mich auch drüber.
Und ich habe hier schon gesehen, da glänzt noch was zwischendurch. Was ist das? Ah. Oh. Okay. Das Highlight ist tatsächlich zum Schluss. Vielen, vielen Dank, Bond. Er weiß, ich habe es im Stream erwähnt. Und das ist ein guter Bogen, den ich schlagen kann zum nächsten Livestream eventuell. Ich habe sie jetzt. Uncharted 1, 2 und 3 für PlayStation 4. Die wollte ich mir tatsächlich demnächst noch besorgen und ich habe es jetzt nicht getan. Und Bond hat sie mir tatsächlich geschickt, die Collection. Vielen, vielen Dank. Das ist richtig geil. Das ist super. Da freue ich mich drauf. Denn eventuell spielen wir ja dieses Spiel im nächsten Stream. Das ist noch nicht ganz sicher. Ne, wir machen eine Abstimmung. Da kommt, ich glaube, nächste Woche wird ein Interview hochgeladen. Ne, zur Ankündigung. Und dann habt ihr ungefähr eine Woche oder vielleicht ein bisschen mehr Zeit, euch zu entscheiden, spielen wir Uncharted 1, Resident Evil 7 oder Silent Hill 2. Nur mal zur Erinnerung. Kann ich ja schon mal an dieser Stelle erwähnen. So, ich glaube, ich habe auch tatsächlich alles. Und das war auch wirklich von der Reihenfolge her genauso gut aufgemacht. Nee, alles gut. Ich habe alles. Vielen, vielen Dank nochmal. Das ist ein richtig geiles Paket. Nochmal zur Zusammenfassung. Zwei schöne Energy Drinks. Wirklich mit Betonung auf schön, weil die echt hübsch sind. Ne? Und da werde ich mal gucken, ob ich vielleicht Violet probiere. Der scheint so ein bisschen in Richtung Blaubeere zu gehen. Und ja, dann natürlich hier noch schöne Schokolade. Da freue ich mich immer drüber. Was Saures, Süßes. Und Bulletstorm und die Uncharted-Trilogie für PlayStation 4. Also vielen, vielen Dank. Das ist ein richtig geiles Paket. Hat mir eine Riesenfreude gemacht. Und ja, auch hier gilt natürlich, ich werde mir das alles angucken und ausprobieren. Aber ich muss halt die Zeit dazu finden. Jetzt muss ich ab Montag erstmal wieder arbeiten. Und dann mal gucken. Dann kommt die Steffi bald wieder für zwei Wochen. Ja, anderthalb Wochen. Aber trotzdem. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns in einer Woche beim Infovideo. Also zumindest von Angesicht zu Angesicht. Ansonsten gerne Spyro weiter gucken. Bis dahin, euer Alex sagt ciao. Ciao, ciao.